Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei. Und heute widmen wir uns wieder einem popkulturellen Thema. Allerdings ist es auch gleichzeitig Dark Stuff. Und manchmal gehen diese Dinge Hand in Hand. Es geht um einen aktuellen Skandal, habt ihr bestimmt alle gehört. Es geht um die Geschichte von Jean Combs oder besser bekannt unter seinem Künstlernamen P. Diddy. Wobei der mehrere Namen hatte. Und in den letzten Tagen ging das durch die Medien. Das ist ein Riesenskandal um den P. Diddy. Der ist verwickelt in einen Haufen kriminelle Dinge, Machtmissbrauch. So eine Story, wie man das Gefühl hat, man hat sie schon öfter gehört. Aber das ist, auf was wir uns heute konzentrieren wollen. Und ich werde mir anschauen, was ist eigentlich genau der sachliche Hintergrund, was sind so die Anklagepunkte. Wir werden aber dann auch so ein bisschen tiefer gehen und es auch versuchen, so ein bisschen dieses System zu verstehen, in dem so ein Milieu auch gedeihen kann. Und werden versuchen, das Ganze so einzuordnen. Und ganz am Anfang habe ich für euch gleich mal ein Video vorbereitet. Denn wir schauen uns mal an, was die Staatsanwaltschaft dazu zu sagen hat. Das ist hochinteressant. Diese ganze P. Diddy-Story, die ist ja schon seit Jahrzehnten. Gibt es dort Gerüchte und gibt es Vorwürfe. Aber es war nie irgendwie justiziabel. Obwohl der Mann schon ein paar Mal vor Gericht stand, konnte man ihm nie wirklich was nachweisen. Mit guten Anwälten ist er immer irgendwie rausgekommen. Er ist schon seit Jahrzehnten da in manchen Dingen verwickelt. Und Gerüchte gab es unglaublich viele so. Aber jetzt tatsächlich in diesem Jahr hat das Ganze ziemlich Fahrt aufgenommen. Und das ging eigentlich los mit dem Fall Cassie Ventura. Das ist seine langjährige Freundin gewesen, Partnerin. Ich weiß nicht, ob man überhaupt Partnerin sagen kann. Ich tue mich da so schwer mit den Worten, weil der Typ ist so ein Frauenfeind und das ist so eine toxische Beziehung, dass ich gar nicht weiß, ob man das eine Partnerschaft nennen kann. Aber damit man es versteht, die waren also eine Weile zusammen. Und diese Cassie, ich nenne sie ab jetzt noch Cassie, weil das auch ihr Künstlername ist, die ist auch selber Musikerin, die hat, ich glaube es war letztes Jahr, hat die diesen Fall mal öffentlich gemacht und hat das zur Anzeige gebracht. Und weil die halt am nächsten dran war, hatte die sehr, sehr viele Möglichkeiten auch Druck aufzubauen. Und man hat sich dann zwar nochmal, ich glaube, außergerichtlich geeinigt, also ist richtig viel Kohle geflossen von P. Diddy zu ihr, aber danach, nach diesem Coming Out, nenne ich es mal, von Cassie, danach, das hat wie so ein Damm losgebrochen und danach haben sich ganz, ganz viele Leute gemeldet, Frauen wie auch Männer, Musiker, Leute aus der Branche, die Vorwürfe hatten an P. Diddy und manche waren wirklich richtig, richtig ernst und das hat das Ding sozusagen ins Rollen gebracht, ja. Und es gab schon mehrmals jetzt in diesem Jahr dort Schlagzeilen zu dem Thema. Früher im Jahr, irgendwann im Frühjahr war das, da wurden seine Gebäude, mindestens 3 Immobilien wurden von der Polizei geraided. Wobei ist das gar nicht Polizei, das ist so Federal, also Bundespolizei, Bundesbehörden. Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt. Und die haben seine Immobilien, seine Anwesen gestürmt und untersucht und dort unglaublich viele potenziell mögliche Beweismittel gesichert und das war so vor ein paar Monaten und jetzt im September ist der Fall dann so richtig groß geworden. P. Diddy wurde verhaftet, der ist auch jetzt im Gefängnis und ich schätze mal, so schnell wird er auch nicht mehr rauskommen und es hat dann der Staatsanwalt, der hinter diesem Fall steht, der hat eine Pressekonferenz gegeben und die schauen wir uns jetzt gleich mal an und einleitend möchte ich dazu nur sagen, ich bin jetzt kein Experte so im Justizsystem, aber es gibt natürlich dort unterschiedliche Behörden. Das ist in den USA auch ein bisschen anders als bei uns. Es gibt natürlich die Behörden von den einzelnen Bundesländern, da fängt das eigentlich mal an, so Sheriff und dann auch Justiz. Aber es gibt eben auch Bundesbehörden, Federal Agencies. Und hier ist es die Bundesstaatsanwaltschaft, das ist ganz wichtig, die sozusagen für die ganzen USA gilt. Die haben natürlich nicht alle rechtlichen Themen als Grundlage, also wenn es jetzt da keine Ahnung, Zivilrecht geht oder sowas, dann sind die da nicht angesagt. Aber bei so größeren Sachen, und ich glaube, wie gesagt, ich bin mir da nicht genau sicher, wo da die Grenze ist, ab wann die Bundesbehörden dort eingreifen, aber ich schätze, es geht auch um so Vorwürfe von kriminellen Vereinigungen und so weiter. Wichtig ist jedenfalls, dass es ein
was wir gerade sehen, ist die Pressekonferenz von einem Bundesanwalt. Das ist, glaube ich, entscheidend. Aus dem Distrikt New York Süd. Und ja, hören wir uns mal jetzt diese Pressekonferenz an. Die ist leider auf Englisch oder selbstverständlich auf Englisch. Und ich werde versuchen, so ein bisschen die wichtigsten Dinge so frei zu übersetzen. Ich mache euch aber jetzt keine 1-zu-1-Übersetzung. Das wird mir jetzt einfach auch zu lange dauern. Und kann euch an der Stelle generell nur raten, verbessert euer Englisch, wenn es noch nicht geht. Weil wirklich viele wichtige Informationen, die kriegst du halt letztens im Internet auch nur auf Englisch. Ich meine, gut, heutzutage sind wir schon nah an der Schwelle, dass uns die KI hilft, die Dinge 1-zu-1 zu übersetzen. Aber heute habe ich es erstmal jetzt im Originalton auf Englisch. Hören wir jetzt also gleich mal hier den Staatsanwaltschaft vom District New York City. Morning, everyone. My name is Damian Williams and I'm the U.S. Attorney here in the Southern District of New York. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution. The indictment alleges that between at least 2008 and the present. Ganz kurz in Pause, so. Ich greife dann immer so ein. Also er sagt selber, er ist der Federal Attorney, Bundesanwaltschaft. Und es ist die Pressekonferenz, wo es um die Anklageschrift geht. Ja? Und diese Anklageschrift, das stellt er jetzt vor, was da so alles für Punkte drin sind. Und schon in den einleitenden Worten hat er schon gesagt, dass es da um größere Vorwürfe geht. Und dass es alles auch über einen Zeitraum geht von 2008 bis heute. Auch vorher gab es vielleicht auch schon Geschichten. So. Da muss man vielleicht auch sagen, einer der Gründe, warum das jetzt losgeht, ich habe es ja schon gesagt, das ist wegen, weil diese Cassie Ventura so ihr Coming Out hatte. Es liegt aber auch daran, dass die dass im Staat New York auf jeden Fall, ist auch ein Bundesstaat, dass in New York die Verjährungsfrist für solche Anschuldigungen, wenn es darum geht, sexuelle Nötigung, all diese Dinge, diese Verjährungsfrist, die war früher immer bei 3 Jahren. Das heißt, wenn dann jemand nach 3 Jahren erst dann mit den Vorwürfen rauskommt, ist es verjährt. Aber New York hat diese Verjährungsfristen geändert auf über 20 Jahre, sodass dann eben Sachen auch von, die schon einige Jahre zurückliegen, jetzt hier aufs Tableau kommen. Ne? So, wir hören das jetzt mal an, was er hier alles jetzt mal aufzählt, was so an Vorwürfen drin sind. Und das ist wirklich eigentlich eine ganze Latte hier. Combs abused, threatened and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity. Okay, es wird also hier gesagt, es geht hier um ganz, ganz viele Fälle von, was hat er alles gesagt? Sexual Trafficking, also das Menschenhandel ist vielleicht das falsche Wort, ja, aber dass Sexarbeiter über Bundesstaatsgrenzen gegangen werden, ich weiß nicht, was da alles die juristischen Details sind. Aber es ist halt eine unglaublich große Latte. Fakt ist, und so wird es auch gesagt, der hat ein Unternehmen gehabt. Das Unternehmen ist übrigens richtig groß. Als Geschäftsmann ist der Mann super. So. Der hat manche munkeln bis zu 1 Milliarde aufgebaut. Das ist aber schon ein ganz schöner Weg, so für so einen Mann. Und der Vorwurf ist aber, dass er sein ganzes Unternehmen, dieses ganze Firmenimperium im Showbusiness, was er gegründet hat, auch dazu dient, all diese Taten durchführen zu können, auch zu verschleiern, dass es nicht nach außen dringt. Und das sind dann juristisch Sachen, wo du dann richtig angreifbar bist, wenn sozusagen auch deine Firma genutzt wird, um kriminelle Aktivitäten zu verdecken oder zu ermöglichen überhaupt erst. Das ist was auch hier in den Vorwürfen kommt. Das ist auch, was dann in Konsequenz bedeutet, dass dein Eigentum auf Dauer nicht mehr da ist. Weil da wird gesagt, hier, das wird genutzt für kriminelle Zwecke. Das ist wie wenn du mit deinem Auto irgendeine Straftat begehst, dann kann ja auch dein Auto weggenommen werden. Ne? Obwohl du vielleicht mit dem Auto sonst auch fährst. Aber es heißt, das wird benutzt für eine Straftat. Das summiert sich hier richtig hoch. Es geht also wirklich um das ganze Firmengeflecht von ihm. Und es geht auch um Mitarbeiter von ihm, die da auch beteiligt waren. Aber er sagt das ja alles noch im Detail. So. Including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery and the obstruction of justice. Also nur so ein paar Dinge.
Forced Labor, also Zwangsarbeit, er zwingt Leute zu arbeiten. Kidnapping war dort, Brandstiftung, Bestechung, Verhinderung der Behinderung der Behörden, behördlichen Arbeit. Das sind einige richtig große Vorwürfe drin. Let me say a little bit more about the charges. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers. Okay, was er hier also sagt, der hat über Jahre Frauen wie Männer, Leute, die im Showbusiness waren, zum Teil auch bekannte Künstler sind dort involviert, der hat die gezwungen, zu gewissen Sexualpraktiken, für die er dann wiederum Profis angeheuert hat, also professionelle Sexarbeiter, Prostituierte. Männer wie Frauen sind dort involviert. Und der hat die gezwungen, zum Teil mit Androhung, mit Nötigung, letzten Endes mit seine Macht ausgenutzt. Junge Künstler, die ihre Hoffnung auf eine Karriere auf ihn projiziert haben, der ist vor allem auch Produzent gewesen im Hip-Hop. Ich meine, der Typ ist Musiker, der ist Produzent, der ist einfach der Boss. Und wenn du Karriere machen willst, der kann deine Karriere fördern. Der kann dich zum Superstar machen. Und er hat mehrere Leute zu Superstars gemacht. Der kann aber auch deine Karriere natürlich komplett verhindern. Und das ist einfach dieses Machtausnutzen, was er dort gemacht hat. Und wie gesagt, Männer und Frauen. Und die wurden dann zum Teil zu Sexualpraktiken gezwungen, die sie nicht wollten. Und wie sie gezwungen werden, zum Teil durch Bedrohung, mit Waffen, durch Nötigung, durch Erpressung, you name it. Das ganze Ding ging über Jahrzehnte, muss man sagen. Und es sind so viele Fälle, deswegen, da gibt es so viele Beispiele davon. Es ist nicht nur eine Party, die da gelaufen ist, sondern wir reden über Jahrzehnte. Whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs. And he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB. Also er sagt, das ist auch ein Punkt. Er sagt, er hat diese Partys, die wurden Freakout genannt. Das nervt mich auch schon ein bisschen, dass der Typ die Freakout nennt. Aber das ist Freakout, so kriegt es eine extrem negative Konnotation. Obwohl das ja eigentlich sowas, könntest du auch sagen, wie Ausflippen oder sowas. Aber was er Freakout nennt, das sind düstere Partys. Und er sagt, dass diese Partys halt über Jahrzehnte gingen an verschiedenen Orten, dass die zum Teil tagelang gingen, dass Leute gegen ihren Willen dort zu sexuellen Praktiken gezwungen wurden, dass man die auch gefügig gemacht hat mit allen möglichen Drogen und Substanzen der verschiedensten Art. Das ist, was er hier sagte. Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs. Er sagt also, wenn sich die Opfer, wenn die das nicht machen wollten, dann ist er gewalttätig geworden. In mehreren Fällen ist das nachweisbar. Gewalttätig hat die Leute dazu gezwungen. Gewalttätig auch auf verschiedenen Ebenen. Körperliche Gewalt, emotionale Gewalt, psychische Gewalt. Der Typ war ein Manipulateur. Und letzten Endes eben auch einfach, wer wirklich nicht mitmachen wollte, der wurde mit Drogen so in einen Zustand versetzt, dass er willenlos ist und einfach sich nicht wehren kann. Und gleichzeitig wurden diese ganzen Sachen immer gefilmt und dokumentiert. Und das ist dann wiederum Material, mit dem er dann die Leute dann über Jahre oder Jahrzehnte lang auch im Griff hatte. Der hat die dann wirklich in seiner Hand und kann so wiederum Druck aufbauen, dass die zumindest mal die Klappe halten und nichts darüber sagen. So hat er seine Macht eben missbraucht. And that Combs hit, kicked, threw objects at and dragged victims, at times by their hair. On one occasion in March of 2016. Er sagt, also, es gibt auch Beispiele, wo er wirklich physische Gewalt angewendet hat. Und jetzt erwähnt er hier ein Beispiel.
was tatsächlich öffentlich ist. Und ich habe das Video auch gesehen, möchte es aber hier nicht zeigen, aber man kann es suchen, wer will. Es gibt ein Video, das ist auch, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr aufgetaucht. Ein Video, was eine Sicherheitskamera in einem Hotel gemacht hat. Und zu sehen ist ein Hotel, der Hotelflur. Und da ist eben seine langjährige Freundin, die Cassie, die möchte aus dem Hotelzimmer verschwinden. Er ist gerade unter der Dusche und sie möchte irgendwie abhauen, weil dort, wer weiß, was da schon wieder gelaufen ist. Ja. Und dann sieht man, wie er kommt aus der Dusche, hat nur so ein Handtuch um und rennt über den Hotelflur. Und er prügelt auf diese Frau ein. Die Frau liegt dann am Boden und er tritt mit den Füßen auf sie. Er zieht sie einfach so an den Haaren den Flur entlang. Furchtbare Bilder. Wirklich entwürdigend so. Und das ist, was er hier gerade erzählt. Da ist es dann auch mal wirklich deutlich geworden. Ja? Ich meine, das ist dann handfeste Beweise. So. Gerüchte gibt es schon vorher, aber hier, du kannst es auf einem Video anschauen. Und ich meine, das ist ein krasses Verhalten. Ja? Conduct was captured on video and later reported in the media. Specifically, Combs kicked, dragged and threw a vase at a victim in a Los Angeles hotel when the victim was attempting to flee. As alleged, these assaults often resulted in injuries to the victims, which took days or weeks to heal. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. Ja, mal das nochmal. Alles wurde aufgezeichnet. Und der hat halt die Leute dazu gezwungen, dort weiter mitzumachen. Wenn du einmal dort drin warst, dadurch, dass kompromittierendes Material von dir auf Video ist, hat er die Leute immer dort weiter gezwungen. Ne? Man konnte sich dem System, wenn du dort einmal drin warst, nicht wirklich entziehen. Dafür hat er einfach zu viel Macht benutzt und ausgenutzt. The indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support or housing, by promising them career opportunities, by monitoring their whereabouts, and even by dictating their physical appearance. Also der hat die Leute komplett manipuliert. Ja. Wer dort raus wollte, dem wurde gedroht, entweder finanziell die Unterstützung zu entziehen, wenn du schon Star warst, dort dir Dinge wegzunehmen, oder mit allen Mitteln halt wurde dort Druck aufgebaut. Es wurde gesagt, was die Leute zu tun haben, welche Art Sexualpraktiken. Das geht bis hin zu den Outfits, was sie dann anzuziehen haben. Und mit allen Mitteln wurden die Leute dort drin gehalten, mit Drogen, mit Gewalt, mit Erpressung, Nötigung, wie auch alles man das juristisch dann genau klären mag. Ja. Because of all of this, the indictment alleges that the victims did not believe they could refuse Combs without risking their security or facing more abuse. The indictment also alleges other acts of violence undertaken by Combs and others, including violence against witnesses to his abuse, kidnapping and arson. Hier sagt er auch, dass es auch Gewalt und Androhungen von Gewalt gab gegen alle, die da irgendwie Zeugen davon waren, die das irgendwie gesehen haben. Und das geht bis hin zu Brandstiftung und eine Reihe schwerer Vorwürfe sind es hier. The indictment alleges that on more than one occasion Combs carried or brandished firearms to intimidate and threaten victims and witnesses. Hier kommt also auch noch, dass eben auch Waffen eingesetzt wurden. Und ja, man hatte bei diesen Raids auch eine ganze Menge Waffen gefunden, aber die zeigt er dann auch gleich noch, ja. Now, Combs did not do this all on his own. As I mentioned, Combs has been charged with RICO conspiracy. Das ist auch interessant. Ja. Er sagt hier, der Combs, also der P. Diddy, hat das nicht alles alleine gemacht, sondern es ist auch hier ein Vorwurf einer RICO conspiracy. RICO, das ist so ein Gesetz, das RICO-Gesetz. Das heißt, glaube ich habe es mir mal aufgeschrieben, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. Racketeer, das ist sowas wie Erpressung. Ich schätze mal, der richtige Begriff im Deutschen wäre kriminelle Vereinigung. Ja, dass er eine kriminelle Vereinigung gegründet hat, die das erst ermöglicht hat. Er war dann kein Einzeltäter, sondern er hat ein System aufgebaut und durch seine Macht eine ganze Menge Komplizen gehabt, könnte man wahrscheinlich sagen, die das ihm ermöglicht haben, diese ganzen Verbrechen zu begehen.
He used his business and employees of that business and other close associates to get his way. Those individuals allegedly included high-ranking supervisors in the business, personal assistants, security staff and household staff. Also hier sagt er, dass eben Leute, die in seiner Firma gearbeitet haben, gerade die dann auch einflussreich wurden, Supervisors, das sind dann so die oberen Positionen in so einer Firma, die haben mitgemacht. Aber natürlich auch Security-Leute, so seine Leibwächter, Bodyguards, die haben auch dafür gesorgt. Ja. Er hatte einen Haufen Leute, die sozusagen dafür gesorgt haben, dass diese Partys überhaupt stattfinden können. Und erzählt er noch ein bisschen mehr dazu. The indictment alleges that those individuals facilitated the freak-offs. They booked the hotel rooms and stocked them with the supplies. Also diese Partys, die wurden für ihn richtig vorbereitet. Ja. Die haben auch weil das über Jahrzehnte geht, die haben nicht nur in seinen Anwesen stattgefunden, der hatte mehrere schöne Anwesen, sondern auch in Hotelzimmern und so weiter. Und seine Leute, der hatte dort seinen inneren Zirkel, die haben dann diese Partys schon vorbereitet. Das konnte man nicht einfach nur so machen. Da wurden eben Sexworker, Prostituierte aus allen möglichen Landesteilen eingeflogen. Es gab unglaubliche Mengen an Bargeld, die dorthin gebracht wurden, mit dem er dann alle möglichen Arten von Bestechungen, Schweigegeld macht, um Leute. Der Typ meinte einfach, er kann Menschen kaufen. Und das ist so dieses Weltbild, was der hat. Jeder ist käuflich und er hat die Kohle und dann egal, du kannst machen, was du willst. Und wenn es jemand nicht passt, dann bezahlst du ihn einfach dafür. So. Das ist so diese Idee dahinter. Und so seine Crew, die diese Partys vorbereitet hat, da kommen auch ein paar wirklich unschöne Details ans Licht. Also die haben dort Geld hingebracht, dafür gesorgt, dass genügend Drogen da sind. Die haben, aber ich glaube, ich greife dem vor. Including drugs, baby oil, personal lubricant, extra linens and lighting. Genau, also die haben sozusagen diese Partys, diese Freak-Off-Partys vorbereitet, indem sie eben Geld hingebracht haben, genügend Drogen, die Hotels vorbereitet haben. Und das geht dann so in die Details rein. Die haben dort jede Menge Babyöl und Gleitmittel. Die Rede ist da, dass in einem von seinen Anwesen dann 1000 Flaschen Babyöl gefunden wurden. Das muss ich mir mal vorstellen, welche Dimensionen das geht. Das ist geradezu grotesk. 1000 Flaschen. Ja, und Gleitmittel, Drogen, Geld. Man hat sogar, wenn diese Partys in Hotels waren, hat man sogar frische Bettwäsche mitgebracht. Weil die da schon wieder gelaufen. Und kistenweise. Und das hat sich selbstverständlich, möchte man sagen, den Leuten sozusagen dann auch schon, also auch den Opfern dann schon eingeredet, was sie eigentlich zu glauben haben, sodass dann wiederum die meisten Opfer dann auch gar nicht wissen, mit was sie dann zu Behörden, zur Polizei gehen sollen, wenn du selber gar nicht genau weißt, was passiert ist. And as alleged, Combs used others to help conceal his abuse by monitoring and preventing victims from leaving a location in order to hide their injuries or by locating and contacting a victim who had attempted to flee. It's part of this investigation. Combs attempted. Die haben dort jede Menge Babyöl und Gleitmittel. Die Rede ist da, dass in einem von seinen Anwesen dann 1000 Flaschen Babyöl gefunden wurden. Das muss ich mir mal vorstellen, welche Dimensionen das geht. Das ist geradezu grotesk. 1000 Flaschen. Ja? Und Gleitmittel, Drogen, Geld. Man hat sogar, wenn diese Partys in Hotels waren, hat man sogar frische Bettwäsche mitgebracht. Weil diese Hotelzimmer nach diesen Partys, ich meine, ich will jetzt da kein Kopfkino aufmachen, aber so, das konnte man sozusagen so ein Hotelzimmer da nicht vorzeigen und nicht einfach dann der Putzfrau übergeben. Dafür hatte er seine Leute, die dann die schlimmsten Spuren dann auch einfach beseitigen und dann sogar frische Bettwäsche dort draufziehen. Ja? Das muss ich mir mal vorstellen, in welcher Dimension das ist. Ja? When the hotel rooms got damaged, they helped clean it up. They arranged for victims and commercial sex workers to travel for the freak-offs, and they delivered large quantities of cash to Combs to pay for the commercial sex workers. The indictment also alleges that they helped Combs cover up his crimes. During the March 2016 incident at the LA hotel that I mentioned earlier, a member of the hotel security staff intervened, and Combs attempted to bribe the staff member with a stack of cash.
Das ist jetzt diese Story eben, wo er in dem Hotel auf seine Freundin Cassie eingeschlagen und eingetreten hat, die am Boden liegt. Und ey, das wurde von der Hotelkamera aufgezeichnet. Und selbstverständlich waren im Hotel waren auch Security-Leute, die sehen es auf einer Kamera. Und da hat er versucht, dort einzugreifen, der Security-Mann, weil hey, das ist ja sein Hotel. Und es wird halt gesagt, da hat er nachweislich dann versucht, einfach mit so einem Bündel Geldscheiben den Security-Mann zu bestechen. Das war so die Methode Combs, alles irgendwie mit Geldregeln. Jeder ist käuflich, weißt du, wenn einer was gesehen hat und dann ein Problem haben würde, hier ist nur eine Frage des Preises und dann hältst du die Klappe. Und tatsächlich funktioniert das auch bei vielen Leuten, aber eben nicht bei allen. Ne? What happened was kept quiet. And as the indictment alleges, in late 2023, after public allegations were made about Combs' crimes, he and others pressured witnesses and victims to stay silent, including by making phone calls to witnesses and victims and giving them a false narrative of what they had experienced. Das kommt auch dazu, also diese feine psychologische Manipulation. Ey, wenn du bei so einer Freakout-Party warst, als Opfer, ja, dann in den Tagen danach, was macht das mit deinem Kopf so? Du hast vielleicht in vielen gar nicht so eine klare Erinnerung, weil du eben so unter Drogen gesetzt wirst, aber du siehst vielleicht an deinem Körper auch die Spuren, auch die Wunden und Verletzungen. Und ja, er hat dann eben so mit feiner psychologischer Manipulation auch den Leuten ein Narrativ gegeben, was so passiert sein könnte. Was manchmal dann die Leute geglaubt haben, weil sie gar nicht selber eine klare Erinnerung hatten, was eigentlich passiert ist. Das ist übrigens ein Thema nicht nur bei dem Combs, was leider in der heutigen Zeit immer häufiger vorkommt, diese K.O.-Tropfen-Geschichten. Ja, wo Menschen dann unter Drogen gesetzt werden, dann werden Verbrechen an ihnen begangen, Missbrauch, Vergewaltigung. Und du kannst dich danach gar nicht so klar erinnern, siehst aber in deinem Körper, dass da was gelaufen ist. Was für eine furchtbare Situation. Und ja. Er hat den Leuten sozusagen dann auch schon, also auch den Opfern dann schon eingeredet, was sie eigentlich zu glauben haben, sodass dann wiederum die meisten Opfer dann auch gar nicht wissen, mit was sie dann zu Behörden, zur Polizei gehen sollen, wenn du selber gar nicht genau weißt, was passiert ist. And as alleged, Combs used others to help conceal his abuse by monitoring and preventing victims from leaving a location in order to hide their injuries or by locating and contacting a victim who had attempted to flee. As part of this investigation, in March of this year, special agents from HSI executed search warrants at Combs' residences in Miami and Los Angeles. Also was ich jetzt gerade gesagt habe, eben früher im Jahr, er sagte März, hat er glaube ich gesagt, da wurden eben Anwesen von ihm in Florida und Los Angeles durchsucht. They also executed a warrant for Combs' electronic devices. During those searches, agents seized evidence of the crimes charged in this indictment. They seized firearms and ammunition, including three defaced AR-15s and a large-capacity drum magazine. Also es wurden dort alle möglichen, bei diesen Razzien, wurden alle möglichen elektronischen Geräte, Speicher, Daten, Medien wurden dort beschlagnahmt. Und das sind ziemlich viele. Der hat eben alles auch aufgezeichnet und alles dann gebunkert, um es irgendwie später wieder gegen dich zu verwenden. Und auf was er jetzt hier auch zu sprechen kommt, ist eben, und das ist fast schon selbstverständlich, möchte man sagen, dass bei diesen Razzien auch Waffen gefunden wurden, Waffen und Munition. Ich meine, wir sind in den USA und die haben eh ein anderes Verhältnis zu Waffen. Deswegen, der Punkt überrascht es gar nicht so sehr, dass da irgendwelche Superreichen auch Knarren in ihren Anwesen haben. Aber es sind halt dann doch nur immerhin auch Kriegswaffen, also hier eine AR-Rifle, das ist glaube ich ein Sturmgewehr. They also seized evidence of the freak-offs. Electronic devices that contain images and videos of the freak-offs with multiple victims. Und es wurden eben endlos viele Beweismittel gesichert, also Bilder, Videos von diesen Freak-offs, weil das hat er eben gemacht. So dass es ja jetzt juristisch in der Anklage ziemlich einfach wird, weil der Typ hat sozusagen sein eigenes Archiv aufgebaut. Ein Archiv des Missbrauchs, was jetzt in der Hand ist, der Staatsanwaltschaft. They seized cases and cases of the kinds of personal lubricant and baby oil that Combs' staff allegedly used to stock hotel rooms for the freak-offs. More than 1,000 bottles altogether. Ich hatte jetzt gesagt, ich hatte es vorher schon erwähnt, man hat kistenweise Gleitmittel und Babyöl dort gefunden, kistenweise. Und das hat sich summiert, jetzt nur in seinen Anwesen, auf
über 1000 Flaschen von, also so große Flaschen Babyöl und Gleitmittel. Ich meine, allein das ist, die Menge lässt einen doch schon wirklich so einen kalten Schauer über den Rücken laufen, in welche Ausmaße dann diese Partys hatten. Ne? Here are some of the items that we recovered during the searches. Jetzt zeigt er so, was sie dort gefunden haben, aber er zeigt eigentlich hier nur die Waffen. As you can see here, this is a drum magazine. Das heißt nur, large capacity. And it contains, I believe, 50. Was heißt nur, weil es halt in Amerika ist das jetzt nicht so super überraschend, dass bei solchen Leuten auch Waffen zu finden sind. Aber es ist natürlich auch für die Anklage ein wichtiger Punkt. Wir haben hier diese AK-Rifles, das sind militärische Waffen. Ja. Und hier zeigt er dann auch, dass die Seriennummer auch entfernt wurde. Und was das Ganze dann juristisch noch bedeutsamer macht, noch schwerwiegender. I mentioned as well, we recovered three AR-15s. This is a close-up shot of one of the AR-15s, and you can see right here, the serial number has been thoroughly defaced. Another picture of more ammunition and parts of two AR-15s right there. Now, I want to be clear about two things. Jetzt kommt ein richtig spannender Teil. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Video haben wollte. Zum einen natürlich, weil er uns sozusagen hilft, durch all diese Anklagepunkte zu kommen. Das sind so viele Sachen so und er zählt sie alle auf. Aber das, was er jetzt sagt, ja, wir sind so langsam, geht es zum Ende von dieser Pressekonferenz, das finde ich auch richtig spannend. Deswegen hört mal genau hin und ich versuche es dann auch zu übersetzen, was er jetzt sagt. Ja. First, this office is determined to investigate and prosecute anyone who engages in sex trafficking, no matter how powerful or wealthy or famous you may be. Hier sagt er, sein Büro, und das ist mal ganz wichtig, so, das ist, wie gesagt, das ist nicht irgendeine Behörde, das ist Bundesstaatsanwaltschaft, und sein Büro, also wirklich auch physisch so, seine Leute, seine Abteilung, ja, er gibt hier dieses Versprechen ab, sie werden jede Art von Verbrechen dieser Art, also Menschenhandel und Sextrafficking. Ja. Sie werden das verfolgen, unabhängig davon, ob der Verdächtige, der Angeklagte, wie reich der ist, wie berühmt der ist. Und das, finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt. Denn wir haben ja diese P. Diddy-Geschichte, ist ja nicht die erste ihrer Art. Ja, wir haben ja solche Geschichten vorher schon gehört. Und viele von euch werden als erstes dran denken an die Story von Epstein. Ja, Epstein und sein Sex-Trafficking-Ring, den er da aufgebaut hat. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass diese Behörde, also auch er und seine Mitarbeiter, das sind auch genau die Leute, die den Epstein zur Anklage gebracht haben. Ja. Und so gesehen gibt er jetzt ein Versprechen ab an die amerikanische Öffentlichkeit, dass sie auch weiterhin jeden verfolgen werden, der in diese Richtung geht. Also potenziell weitere Ringe. Und das ist wahrscheinlich eine Ansage auch an Mächtige in Amerika,
die in solche Dinge verwickelt sind, die noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. Er droht, er sagt, hey, wir sind hier kompromisslos und egal, unabhängig von deinem Ansehen, von deinem Geld, von deinem Fame, wir werden diese Dinge verfolgen. Ja? No one should doubt our commitment on that. A year ago, Sean Combs stood in Times Square and was handed a key to New York City. Today, he's been indicted and will face justice in the Southern District of New York. Das betont er jetzt hier nochmal. Egal welches Ansehen du hast, ey, wir werden euch verfolgen, wenn ihr solche Dinge macht. Und er bringt das Beispiel eben diesen P. Diddy, der vor einem Jahr die Keys of the City of New York bekommen hat. Das ist so eine große Auszeichnung. Der Schlüssel der Stadt wird überreicht. Das ist so ein ehrenhafter Akt. Der war es vor einem Jahr, wo P. Diddy sozusagen ja, Ehrenbürger wird der Stadt New York. Und er sagte das Beispiel, es ist uns total egal. Vor einem Jahr warst du vielleicht noch da ganz oben, aber jetzt bist du unter Anklage, jetzt bist du bei uns in Haft. Also, das ist ziemlich krass. We are not done. This investigation is ongoing. And I encourage anyone with information about this case to come forward and to do it quickly. Anyone with information can call 1-877-4-HSI-TIP. Das ist auch stark. Hier sagt er, we are not done. Wir sind noch nicht fertig. Er sagt, diese Untersuchung in dem Fall Jean Combe, P. Diddy, die dauert noch an. Ja, es geht ja auch dann möglicherweise darum, um weitere Mittäter, die dort sich schuldig gemacht haben. Ja. Und er sagt, das läuft weiter. Und jeder, der irgendwas beizutragen hat, jeder, der irgendwas weiß, jetzt ist die Zeit, damit rauszukommen. Weil jetzt bricht dieses Machtsystem zusammen. Und der lange Arm von P. Diddy wird dich jetzt nicht mehr reichen. Und möglicherweise, das ist auch tatsächlich so, wenn da noch viel, viel mehr Dinge kommen. Ne? Und das ist, was er hier sozusagen auch der Öffentlichkeit verspricht. Diese Ermittlung ist noch lange nicht fertig. Wir ziehen die Schürfe. Ne? I want to express my deep appreciation for the victims and witnesses who have used their voices and helped bring this criminal conduct to light. We would not be here without them. I also want to thank the dedicated case agents on the HSI trafficking in persons. Also auch interessant, jetzt, wir sind schon fast am Ende von dieser Pressekonferenz und er gibt es da nochmal so ein paar Danksagungen. Und es ist tatsächlich so, diese ganzen Ermittlungen können nur kommen, wenn die Opfer zu den Behörden gehen, wenn die Opfer das mal öffentlich machen, wenn die Opfer diese Sachen ins Rollen bringen. Er dankt sozusagen allen, die den Mut gehabt haben, sich jetzt dazu zu outen und zu erzählen, was Sache ist. Und was auch interessant ist, er gibt jetzt auch so Credit, eine Danksagung, auch an andere Behörden, die dort involviert sind. Und auch an seine eigenen Teammitglieder und aber auch an weitere Ermittlungsbehörden, die zum Teil auch aus dem zivilen Bereich kommen, wenn wir das sehen. Und wo er sagt, dass sie halt auch so unglaublich viel Arbeit da reingesteckt haben, fast rund um die Uhr diese Dinge recherchieren. Das zeigt nur, also was er hier auch zeigen will, ist, welchen Aufwand tatsächlich er, seine Behörde und auch Behörden, mit denen er zusammenarbeitet, welchen Aufwand die betreiben und betrieben haben, allein in diesem Fall. Ja, diese Razzien, die waren im März. Vor den Razzien, um eine Razzia zu machen, musste er schon einige, als Staatsanwalt, schon einige klare Verdachtsmomente ermittelt haben. Und die haben tatsächlich jetzt bestimmt in den letzten ein, zwei Jahren dort extrem hart gearbeitet an diesem Fall. Das ist, was er jetzt hier sagt. Und interessant auch, welche weiteren Behörden dort involviert sind. Ne? They have been with us since day one and have worked tirelessly on this investigation. They have continued to be invaluable partners to us. I also want to thank the incredible agents and analysts from SCNY who have also provided tremendous assistance on this case. I'm deeply grateful for their continued work. And finally, I want to thank the outstanding career prosecutors from SCNY who are handling this case. Meredith Foster, Emily Johnson, Chrissy Slavin, Madison Smeiser, and Mitzi Steiner, and their supervisors, Jamie Backlichter and Jacqueline Kelly. They are members of the Civil Rights Unit in our criminal division. Die Ladies, die er jetzt hier vorstellt, da sagt er, die sind eine Civil Rights Unit. Das finde ich auch interessant. Das sind halt so Dinge, die es halt in den USA irgendwie, die es dort gibt. Bei uns gibt es das gar nicht so sehr. Wo Bürgerrechtler mit den Behörden dort irgendwo auch denen zuarbeiten. Ne?
Und das sind letztens dann auch die Kräfte, die sowas in Freunden bringen. Bei Hey, ne? Wie kriegst du, wir wissen ja, das sind mächtige Menschen, ein P. Diddy oder ein Epstein, so, das sind mächtige Leute. Wie bekommt man solche Leute vor Gericht? Normalerweise oder ganz oft ist es ja so, gerade in den USA, so das Homeland des Kapitalismus, du kannst dich mit Gold irgendwie freikaufen. Ja, wenn du nur mächtig genug bist und genug Geld hast, dann kannst du alles irgendwo bestechen oder kannst dir Spitzenanwälte holen, die dann den Fall verdrehen. Aber tatsächlich ist dort in Amerika auch eine Gegenentwicklung da. In dem eben so Civil Rights Leute auch mit reinkommen, um so diese Fälle überhaupt ans Licht zu bekommen. Tatsächlich ist es hier auch so, der Collins, also der P. Diddy, der hat eine Kaution angeboten der Staatsanwaltschaft. Also P. Diddy bietet eine Kaution an, bis er freikommt, von 40 Millionen Dollar. Das ist wirklich eine unerhört hohe Summe. So. Und in den allermeisten Fällen ist es in Amerika so, mit Kaution kommst du auf kleinen Fuß. Das ist auch nicht das, was man so in Amerika vorwerfen könnte, sondern es ist eine ganz alte Geschichte. Früher nannte man es in archaischen Zeiten Blutgeld. Man kann sich für Verbrechen freikaufen. Das kann auch für das Opfer ja ein Vorteil sein. Wenn das Opfer oder die Angehörigen dann eine richtig hohe Millionensumme bekommen, ist es vielleicht für das Opfer sogar hilfreicher als mancher Prozess. Ja. Das ist in Amerika möglich, aber hier ist nicht das 40 Millionen, egal was du für Kaution zahlst. Civil Rights Unit when I became U.S. Attorney. I'm deeply proud of their work on this and so many other cases. I'll now take some questions. So, jetzt mache ich am Ende von der Pressekonferenz. Es gibt jetzt hier noch ein paar Fragen. Da kommt aber nicht mehr viel. Ja, wie als solche Typen sind. Der sagt, was er sagen will. Auf die Fragen antwortet er ausweichend und will das vielleicht gar nicht beantworten. Eine Frage war aber total interessant, die von einem von diesen Journalisten gekommen ist. Einer hat nämlich den Zusammenhang mit der Epstein-Causa gebracht und hat auch gefragt, hey, jetzt ist dieser P. Diddy, der sitzt im selben Gefängnis wie der Epstein damals und der ist sozusagen von derselben Behörde angeklagt. Ja? Und da hat er diese berechtigte Frage gestellt, könnt ihr denn diesmal bei P. Diddy die Sicherheit garantieren, dass er überlebt in dem Gefängnis, dass er weder die Möglichkeit hat, Suizid zu begehen, noch dass er möglicherweise umgelegt wird. Denn tatsächlich, die Situation ist hier durchaus ähnlich. Auch hier ist es so, dass da möglicherweise ein Haufen anderer Leute involviert sind in diese Geschichten. Und jetzt natürlich spannend ist, wenn das jemals vor Gericht kommt, und es wird vor Gericht kommen, wie wird der P. Diddy dort noch andere Leute mit reinziehen? Das ist so die Frage. Und deswegen fand ich das sehr interessant, dass einer von den Journalisten gefragt hat, ey, aber passt auf den P. Diddy. Nicht, dass es so geht wie mit Epstein, weil dann diese Quelle hat er dann für immer den Mund geschlossen. So. Ja, damit gehen wir jetzt mal hier raus aus dieser Pressekonferenz. Und wir beschäftigen uns so weiter ein bisschen mit diesem Fall. Also, was es für mich auch so krass macht, ist, es ist eine Story, wo man sich fragt, wie kann so ein Milieu eigentlich entstehen? Wo kommt das eigentlich her? Und wenn man die ganze Story anschaut, dann müssen wir so mal gucken, wer ist eigentlich dieser P. Diddy? Wo kommt der überhaupt her? Der ist tatsächlich ungefähr so alt wie ich, ist meine Generation, 1969 geboren in Harlem, in New York, schwarzen Viertel. Sein Vater, und das ist eine interessante Figur, sein Vater war Soldat im Vietnamkrieg. Nach dem Vietnamkrieg kommt er zurück nach New York und hat eigentlich die Hoffnung gehabt als Veteran, ja, dass er da so eine gewisse Anerkennung auch bekommt. Hey, er hat im Krieg gedient und dass es ihm deswegen leichter fallen würde, irgendwo vielleicht dann einen Job zu kriegen und so langsam aber sicher sich eine bürgerliche Existenz aufzubauen. Aber die Geschichte ist, als sein Vater aus Vietnam zurückgekommen ist, 69 oder 70, was findet er vor in Harlem? Große wirtschaftliche Probleme, keine Jobs. Die meisten von den Leuten, die er kannte, die er vor dem Krieg kannte, die er jetzt wieder so, wo er wieder Kontakte aufbauen wird, die hängen entweder an Drogen oder sie verkaufen Drogen. Das ist die Situation, die er vorgefunden hat. Und es gibt eben keine Jobs, wo du dich einbringen kannst. Und was macht dann dieser Mann? Er wird Drogenhändler. P. Diddys Vater. Und der ist relativ schnell eine durchaus große Nummer gewesen in New York. Das heißt, P. Diddy ist jetzt auch nicht in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen, weil das war schon immer so Crime Money. Und das geht dann auch so weit, dass sein Vater in solchen Drogengeschäften dann erschossen wird, als der Junge 2-3 Jahre alt ist. Ja. Und
das ist, was hier auch so deutlich wird, finde ich, dass ich bin so am Überlegen, wie ich das am besten sage. Aber solche Täter wie P. Diddy sind im Grunde genommen früher Opfer gewesen. Das ist so ein in sich geschlossenes System. Wie kommen solche Dinge zustande? Der Junge ist schon aufgewachsen in einer kriminellen Familie, in einem kriminellen Umfeld und hat bestimmt als Junge, weißt du, wenn er Kontakt gehabt hat, auch mit Mafia-Leuten, von die sein Vater kannte, da hat er als Junge schon ein paar komische Dinge gesehen und abgekommen. Und tatsächlich ist das so ein Aspekt, da könnte man fast mal noch ein bisschen tiefer drüber sprechen und vielleicht sogar irgendwann mal eine eigene Sendung darüber machen. Denn die Story von seinem Vater, der Soldat, der aus Vietnam nach Hause kommt und dann so in diesem Drogensumpf endet, das ist eine Story, die ganz vielen so gegangen ist. Und manche sagen, dass es sogar mit Absicht gemacht wurde, dass der Staat oder Teile des Staates, Geheimdienste, CIA, dass die in den 60er Jahren Programme hatten, mittels Drogen Politik zu machen. Und wir sind dem an anderer Stelle schon mal begegnet, rund um die Story von Laurel Canyon auch und Hollywood Hills, also diese Hippie-Musikszene in den 60er Jahren, und wo es um das LSD geht. Und ich habe da mal eine ganze Sendung drüber gemacht, auch die Geschichte vom LSD. Und viele glauben, das ist so eine Verschwörungsgeschichte, aber das ist tatsächlich so. Der Staat hat auf jeden Fall in den 60er Jahren LSD benutzt, um Einfluss zu nehmen auf Leute. Verbunden auch mit MK-Ultra-Programmen. Und in San Francisco hat man dort auch so einen großen Freilandversuch gemacht, einfach zu gucken, was passiert dort, wenn wir das LSD so verbreiten. Und diese Vorwürfe, die sind auch damals schon bekannt gewesen. Damals gab es auch schon ganz viele schwarze Communities, die haben das LSD komplett abgelehnt. Schwarze Musiker auch. Es gibt nur wenige schwarze Musiker, die auch so dann in dieser Hippie-Bewegung drin waren. Weil für viele Schwarze galt damals schon das LSD, das wird eingesetzt, um uns zu schwächen, um den schwarzen Mann zu schwächen. So. Deswegen, das LSD ist sozusagen mehr in diese Hippie-Richtung dann gegangen. Und der Vorwurf ist da, dass aber diese schwarzen Kieze, dass die geflutet wurden mit Heroin, um sie zu schwächen. Denn an der Stelle, ja, das ist immer so, hey, ich mache so viele Sendungen hier und viele beziehen sich aufeinander. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Sendung gemacht oder sogar zwei Sendungen über diese Subkultur, die schwarze Subkultur in Amerika in den 60er Jahren, über die Black Panther, über diese ganzen Community-Bewegungen, über die Musik, wie dann auch Hip-Hop entstanden ist. Und das ist natürlich alles so Vorwissen, um diesen Fall jetzt so einzuordnen zu können. Ne? Und da hatten wir das auch schon gezeigt, dass es eben durchaus bei den Schwarzen ganz starke Bestrebungen gab, sich autonom zu machen, sich frei zu machen. Da gab es sogar Ideen, dass man vielleicht manche Bundesstaaten abspaltet, um reine schwarze Staaten zu machen. Aber auf jeden Fall auch in den Städten, in New York und so weiter, da war die Idee von den Black Panthers, war eine gewisse Autonomie zu erreichen, sich selbst zu verwalten, sich selbst zu organisieren. Und diese Bewegung, die wurde ziemlich stark. Und da hat der Staat dann, das ist halt in Amerika nochmal anders als bei uns. Und in den 60ern in Amerika war es noch wilder. Ich habe euch auch erzählt, was es da für Riots gab in Detroit, wo Tausende von Gebäuden abgefackelt wurden. Ey, sowas kennen wir bei uns nicht. Das heißt, aus Sicht des Staates war man damals so am Rande eines Bürgerkriegs. Und deswegen ist es durchaus in einer Logik nachvollziehbar, dass da so CIA-Leute sich gedacht haben, hey, wir müssen diese ganze schwarze Bewegung, müssen die schwächen. Und eins von den Mitteln war da möglicherweise das Fluten mit Drogen. Und jemand, der sich da intensiv damit beschäftigt hat, das ist hier John Potash. Deswegen gebe ich mal einen kleinen Literaturtipp ab. Es hat erstmal direkt mit der P. Diddy-Story nichts zu tun, aber mit den Hintergründen, wie solche Milieus überhaupt entstehen. Und der John Potash hat dieses Buch geschrieben, schon vor einigen Jahren, Drugs as Weapons Against Us. Der Drogenkrieg gegen uns. In Amerika ist es ein geflügeltes Wort, so dieses War Against Drugs. Aber The War Against Drugs. Aber John Potash meint, dass es umgekehrt ist. Die Drogen werden als Kriegsinstrument gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Und das ist auch ein Punkt. Ganz oft wird Leuten wie mir vorgeworfen, oh, das sind alles Verschwörungstheorien. Und Verschwörungstheorien sind ja meistens, sollen die irgendwie einem rechten Narrativ dienen, rechte Verschwörungstheorien. Aber ich meine, hier ist es genau andersrum. Es ist schon im Titel drin, im Untertitel. The CIA's Murderous Targeting of SDS, Panthers, Hendrix, Lennon, Cobain, Tupac and Other Leftists.
John Potash ist ganz sicher kein Rechter. Der ist eher links, wenn man so in diesen Kategorien denkt. Ein Links-Bürgerrechtsaktivist, der Schriftsteller, der macht auch Filme. Und der versucht aufzuzeigen, dass es ja ganz, ganz viele so Verschwörungen gab gegen alle Arten von Bewegungen oder gegen Menschen, die in Amerika etwas verändern wollten. Black Panther, SDS, das ist der Studentenbund, ja? Also die ganzen, die 68er sozusagen. Aber wir reden von Amerika, ist ein bisschen anders als in Europa, man darf die nicht zusammensetzen. Und interessant dann auch, welche Namen hier auftauchen. Ja? Jimi Hendrix, John Lennon, Kurt Cobain, Tupac. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ja? Und wenn wir uns jetzt überlegen, der Vater von P. Diddy, das fällt genau in diese Story rein. Weißt du kommst dort eigentlich aus Vietnam und möchtest irgendwie was aufbauen und du siehst, wie dein ganzer Kiez, dein ganzes Umfeld in diesem Drogenmilieu versinkt, was es vorher so noch gar nicht gab. Heroin gab es auch schon vorher. Es gab auch schon vorher bestimmt eine Drogenszene in New York, aber nicht in diesem Ausmaß, dass es auf einmal so viel ist. Und da gibt es schon ganz klare Verbindungen hin zum Vietnamkrieg. Mit dem Vietnamkrieg kamen die Drogen. Also auf jeden Fall auch dieses Heroin. Das Heroin kommt ja eigentlich aus Südostasien. Ne? Dort ist, wo das Opium halt wächst. Und durch den Vietnamkrieg ist es so gekommen, dass ganz viele GIs, Geheimdienste, Drogen aus Südostasien in die USA gebracht haben. Zum Teil in den Bodybags, also in denen, wo eigentlich gefallene amerikanische Soldaten waren. Die hat man auch benutzt als Schmuggellinie. Ja, die kommen halt dann durch den Zoll durch. Und es war ja auch damals so in Thailand. Dort war das so die großen Recreational-Zentren. Das heißt, wenn die amerikanischen Soldaten, die GIs, wenn die Urlaub gebraucht haben, dann hat man die nach Thailand geschickt. Dann waren die manchmal auch monatelang dort. Und dort sind so diese Verbindungen entstanden zwischen den Amerikanern und dem goldenen Dreieck, diesen Opiumhändlern. Ne? Und die große Frage ist natürlich, wie sehr ist das eine Agenda, die von der Regierung kommt? Wie weit ist das oder wie weit sind es einfach Einzelne innerhalb der CIA, die ihre Machtposition nutzen? Das ist tatsächlich nicht so einfach zu beurteilen und nicht so einfach zu klären. Das ist genauso wie bei den ganzen Geschichten, das geht ja dann über Jahrzehnte hinweg, bis zu den Geschichten in den 90er Jahren, dieses Kokain-Trafficking aus Mittelamerika in die USA rein, wo dann auch so Familien wie die Clintons involviert sind und so weiter. Was nicht klar ist, ich sage es ganz deutlich, wir wissen es nicht genau. Wie sehr ist das wirklich eine Agenda? War an diesen Dingen auch die Regierung beteiligt? Zu der Zeit Präsidenten wie Nixon oder so? Waren die daran beteiligt? Oder sind es nur innerhalb des Geheimdienstes einfach Leute oder Systeme, die sich verselbstständigen? Wir sind halt auch da mitten im Kalten Krieg. Was heißt, dass dort sehr, sehr große Budgets waren in diesen Geheimdiensten. Die CIA war riesig. Und das ist nicht so genau klar, wie sehr ist es wirklich eine Agenda, diese Drogen mit Drogen ganz bewusst, die alternativen Bewegungen, die Kieze zu fluten. Ob das die Hippies waren mit dem LSD, sodass man diese Antikriegsbewegung irgendwie auflöst, oder ob es gegen die Schwarzen war mit dem Heroin, um dort jegliche Art von Community Work, Black Panther und so weiter, um das zu schwächen, das zu kriminalisieren. War das eine Agenda von ganz oben? Oder waren es welche, die einfach das Geschäft ausgenutzt haben? Oder wahrscheinlich irgendwo ein Mix aus beiden? So. Wie weit ist das? Das ist ein bisschen unklar. Aber Fakt ist, dass eben in den 60er, 70er Jahren mit Drogen diese ganzen Gruppen geschwächt wurden. Ne? Naja, und das muss man dann schon wissen. Weil am Ende ist es halt so, es ist diese ganze P. Diddy-Geschichte ist auch einfach eine traurige Geschichte. Der Typ hat ja definitiv super viel Talent. Der hat ein künstlerisches Talent, aber er ist auch ein unglaublicher Unternehmer. Wenn du es schaffst, in deinem Leben in sowas wie Showbusiness, es bis zu einer Milliarde, so genau weiß man es nicht, aber man schätzt, bis zu einer Milliarde könnte der gemacht haben, dann ist er auf jeden Fall ein guter Geschäftsmann. Jemand, der eine gewisse Power hat. Dann denke ich mir, weißt du, so eine Geschichte, die könnte auch so eine Erfolgsgeschichte sein. Die könnte auch so anders laufen. Ähnlich, wie ich es mir auch gedacht habe, bei Leuten wie Tupac. Oder so, weißt du, der könnte echt auch, ey, der hat so eine Kraft, der könnte für seine Community ein Vorbild sein. Und das könnte einer sein, der tatsächlich irgendwie die Lebensbedingungen von den Schwarzen verändert. Aber wenn man sich die Geschichte von P. Diddy anschaut, ist es genau in die andere Richtung gegangen. Es ist ein Psychopath. Er ist ein Psychopath geworden. Und das ist auch beängstigend, dass dort im Showbusiness Psychopathen in solche Positionen kommen. Wahrscheinlich auch nicht nur im Showbusiness.
Und wo, wie passiert das? Das ist ein System, was man da kritisieren muss. Es sind halt autoritäre Strukturen. Es sind Machtstrukturen. Und wenn dann immer mehr Macht sich anreichert, dann können auf einmal Psychopathen in erstaunliche Positionen kommen und dort halt unglaublich viel Schaden anrichten. Ob das ein Epstein ist, ob das ein P. Diddy ist. Das hat auch nichts zu tun, jetzt, dass es in dem Fall jetzt eine schwarze Bewegung ist. Manche würden sagen, ja, das ist halt der Hip-Hop und so. Ey, der Hip-Hop hat auch eine starke Kraft. Ich habe euch das auch schon mal erzählt, wie der Hip-Hop rausgewachsen ist aus dieser Community-Bewegung in Amerika, in New York, Ghetto-Partys, mal etwas für die Community zu tun. Und ich habe das damals auch schon gesagt, dass diese ganze, wenn es dann so wechselt hin zu diesem Gang-Denken, zu dieser kriminellen Denkweise, Fuck-Life, wie es, also Ganoven-Leben, wie es ein Tupac genannt hat, dass es so schade ist, dass es in diese Richtung gegangen ist, weil es hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Eben etwas, was die Gemeinschaft fordert. Und so ein Verhalten wie bei P. Diddy ist das Gegenteil von Gemeinschaft fördern. Ja? Und das finde ich halt dann wirklich so eine richtig, richtig traurige Geschichte. Was ihn aber natürlich nicht aus seiner Verantwortung lässt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich versuche zu verstehen, was passiert. Ja? Ich bin nicht hier als Richter, das ist nicht meine Aufgabe. Aber es ist wichtig, dass es solche Leute gibt, die das übernehmen. Aber ich so versuche einfach so den Menschen zu verstehen, wie kann das sein. Ich sehe einen P. Diddy und ich denke mir, dieser Mensch, der könnte auch, hey, boah, der könnte so stark sein. Also im Positiven. Wie kommt es, dass der so eine Vita hat? Und dass der jetzt bis zum Ende seines Lebens einsetzt? Weil ich schätze nicht, dass der nochmal rauskommt. Ja? Wer weiß, wie lange sein Leben geht. Ganz ehrlich, da kann man auch verstehen, wenn der zum Suizid greift, das Leben ist ruiniert. Ja, der wird so leicht nicht mehr rauskommen. Aber es ist so, letzten Endes schon so, dass das System auch diese Menschen kreiert. Ich glaube nicht, dass der Mensch böse geboren wird. Ich glaube, wenn du als Mensch kommst, du bringst zwar schon was mit, Karma, du hast auch eine gewisse Persönlichkeit und vielleicht gibt es für alles auch Ausnahmen. Aber bei den allermeisten, mit denen, was ich mich beschäftige, weil ich beschäftige mich darum, um es zu verstehen. Warum passieren solche Dinge? Wie tickt so ein Mensch? Bei den allermeisten so die Geschichten, die ich mir da anschaue, was so Richtung Crime geht und Machtmissbrauch, ist es so eine unheimliche Art, wie Opfer und Täter und Opfer und Täter, in welcher Beziehung die stehen. Jeder von denen ist Täter, naja, nicht von denen, das muss ich ja rauskommen. von jeder in dieser ganzen P. Diddy-Geschichte ist Opfer und Täter. Die sind beides. So funktioniert das. Wenn du wirst als kleiner Junge mit 2 oder 3 Jahren wird dein Vater erschossen. Ja, und du bist in diesem Thug-Life von Anfang an drin. Und so entstehen Täter. Und das heißt natürlich nicht, dass man denen irgendwie seine Verantwortung wegnimmt. Weil das ist dann auch wiederum das Entscheidende. Verantwortung und Freiheit gehen immer Hand in Hand. Du kannst Freiheit nutzen, aber du musst für das einstehen, was du tust. Und das ist genau, was der Diddy nicht macht. Alles wird immer abgeschoben. Da gab es schon in den 90ern gab's schon diesen Zwischenfall, wo es zu einer Schießerei kam in einem Club. Da wurde eine Frau wurde schwer verletzt und P. Diddy war dort involviert. Seine damalige Begleitung, auch selber ein Superstar, Jennifer Lopez, die hat die Waffe in den Club reingetragen. Für ihn. Ne? Ich meine, die hat das wahrscheinlich auch nicht so freiwillig gemacht. Der zwingt die wiederum, manipuliert die. Und er hat dann mit der Waffe rumgeschossen. Aber vor Gericht ist es dann nicht so klar geworden und letztens ins Gefängnis muss jemand anders gehen. Das heißt, P. Diddy ist ein Beispiel dafür, eben nicht Verantwortung anzunehmen. Und das muss man aber. Es geht nicht anders. Und ich meine, man könnte auch jetzt diese ganze Story auch als Anlass nehmen, überhaupt so diesen ausufernden Liberalismus zu kritisieren. So wird das auch in vielen alternativen Medien dargestellt. Ja, guckt ihr an, wie verkommen das alles ist, dieses Showbusiness. Aber ich sage euch, es ist nicht alles so. Nicht alle Musiker sind so. Und das ist eben die Frage, wie können solche Dinge entstehen? Und aus meiner Sicht ist es halt, das System schafft das Milieu. Was, wie gesagt, ihn nicht aus irgendeiner Verantwortung nimmt. Denn da kann ich auch nur allen empfehlen, und habe es an anderer Stelle schon gemacht, lest mal Dostojewski. Schuld und Sühne. Wirklich, das ist das Buch, was sich genau mit diesen Themen auch beschäftigt. Und wo auch dann klar wird, die Sühne, sprich die Strafe, die ist nicht nur zur Befriedigung von uns, diesen bösen Kerl, den haben wir jetzt für immer weggesperrt oder sowas, sondern die dient auch, also der Täter braucht die Sühne, um eine Chance zu haben, zu einer Art Heilung zu kommen. Das geht nicht ohne. Um die Verantwortung anzunehmen, muss er die Sühne annehmen. Die Strafe. Das geht einfach nicht anders. Ja.
Und deswegen geht es mir hier nicht darum zu sagen, naja, der kann da nichts dafür, weil der hatte so eine schwere Kindheit. Weil ja, andere haben auch eine schwere Kindheit. Andere schaffen es in ihrem Leben, das auch zu wandeln. Ne? Aber umgekehrt kann man sagen, fast alle Schwerkriminellen, siehst du, wenn du denen ihr Leben anschaust, gibt es so viele Möglichkeiten, wo sie hätten abbiegen können. Aber wo es halt da sich in eine Richtung entwickelt. Das ist wie so eine Art Dialektik. Die einen sagen, wir brauchen härtere Gesetze, wir brauchen härtere Strafen und so weiter. Und die anderen, ich baue jetzt echt so Extreme auf und irgendwo bewegt sich in der Diskussion meistens irgendwo dazwischen, das andere Extrem geht, und ey, diese Gedanken wurden schon bei Dostojewski auch geschrieben, vielleicht kann der Mensch ja gar nichts dafür. Moderne Hirnforscher sagen, es gibt keine Freiheit. Alles, was du tust, ist schon vorherbestimmt. Dann bist du natürlich auch gar nicht schuldfähig. Aber seht ihr, wo der Haken daran ist? Wenn jemand nicht schuldfähig ist, dann ist er auch nicht frei. Also er hat dann auch nicht die Freiheit zu entscheiden. Da sagt man, du bist einfach sozusagen nur ein Produkt von irgendwelchen Genen. Kannst gar nichts dafür. Dann gibt es aber auch keine Freiheit. Das ist wie, mich erinnert das ein bisschen wie früher in der Zeit, wo es so Duelle gab. Ist jemand überhaupt satisfaktionsfähig? Ja, also ist jemand überhaupt berechtigt, ein Duell zu machen? Und für die Aristokraten damals war es so, satisfaktionsfähig ist nur ein anderer Aristokrat. Nur die auf Augenhöhe sich überhaupt begegnen, können sowas wie ein Duell machen. Wenn ich jetzt irgendein Leibeigener beleidigt, der kann dich gar nicht beleidigen sozusagen, weil er eben gar keine Freiheit hat. Der kann weder kriminell zur Rechenschaft gezogen werden und vor einem Prozess, weil er noch nicht mal eine Art Bürgerrecht hat. Sobald du aber dieses Recht hast, musst du Verantwortung übernehmen. Es geht einfach nicht anders. Und das ist was hier halt so aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ja, so, ich sehe schon, die Zeit schreitet weiter. Ich habe noch ein paar andere Dinge. Hier übrigens ein Foto, ich muss es einfach mal zeigen. Das ist ein Bild von dieser Razzia auf seinem Anwesen. Das ist hier das ganze Babyöl und Gleitmittel, was man gefunden hat. Also nur ein Bild, das sind mehrere Sachen von insgesamt 1000 Flaschen. Wie verrückt ist das denn, ne? Aber die große Frage ist jetzt auch noch, die sich hier stellt, sind denn da noch andere Leute involviert? Ähnlich wie es auch bei der Epstein-Geschichte war, gibt es auch hier sozusagen Listen von Leuten, die schon auf diesen Partys waren. Und diese Listen sind relativ groß. Und man kann ja auch einfach mal da so ein paar Namen sich geben. Die meisten Namen kenne ich nicht. Das sind alles Leute aus dem Showbusiness. Manche sind da ganz eng dran an P. Diddy, wie zum Beispiel Justin Timberlake. Bei dem wird es noch mehr offensichtlich, diese Täter-Opfer-Geschichte. Der Typ ist als Minderjähriger, als Teenager, ist er schon in diese Griffe von diesem P. Diddy gekommen. Der hat bei dem P. Diddy zum Teil gelebt. Das muss ich mir mal vorstellen. Wenn du als Junge, als Teenager in so einem Milieu lebst, das kann sich nicht gut auswirken auf deine Psyche. Und natürlich war damals offiziell das Ding, ja, der P. Diddy, der ist der Mentor, der den Jungen zu einem internationalen Popstar macht, was auch passiert ist. Aber gleichzeitig, wenn du dir, es gibt so Interviews von Timberlake aus jetziger Zeit, da siehst du fast einen gebrochenen jungen Menschen so. Ne? Es sind hier ein Haufen Leute aus dem Showbusiness am Start, vor allem Musiker, aber natürlich auch viele Schauspieler. Manche von die auch an anderer Ecke, an anderer Stelle unter Anklage gekommen sind, zum Beispiel Bill Cosby. Hier sind aber auch viele Sportstars am Start, Basketballer, Michael Jordan. Ich habe ja noch ein weiteres Bild, das ich die Liste so ein bisschen fortsetzt, könnt ihr so ein bisschen mal schauen. Magic Johnson, großer Basketballer. LeBron James, einer der größten Athleten auf der Welt. Das sind alles Leute, die nachweislich auf solchen Partys waren. Die nachweislich auf Partys waren bei P. Diddy. Heißt das jetzt, dass jeder dort irgendwo involviert ist in diese schmutzigen Freakout-Geschichten? Nein, das heißt eben nicht. Das ist ganz wichtig. Du kannst auf so eine Party auch eingeladen werden, ohne zu wissen, was dort passiert. Schau, diese Partys, die finden manchmal statt in irgendwelchen großen Anwesen, wo es, keine Ahnung, Dutzende von Räumen gibt, wo es verschiedene Flügel gibt, wo es unterirdische Anlagen gibt. Und auch das ist bei P. Diddy rausgekommen, bei seinen Razzien. Ich meine, da gibt es auch geheime Räume, unterirdische Passageways, alles Dinge, die wir interessanterweise auch schon in rund um Laurel Canyon auch schon hatten, dieses Thema. Dass es auch Anwesen gibt, manche aus den 20ern sogar, die so seltsame unterirdische Räume noch haben. Wozu? Ja? Du kannst also so eine Party auch machen, und du bist vielleicht in einem Teil der Party und der so offen ist und trinkst dort und ein bisschen Mucke und alles ist cool. Und irgendwo in einem anderen Teil der Party finden gerade schwerste Verbrechen statt.
Das kriegst du vielleicht nicht mit. Und das hat man auch gemacht, um, oder das hat dieser P. Diddy gemacht, der umgibt sich auch mit all diesen Stars, um sozusagen geschützt zu werden. Ja, hey, da geht doch jeder hin. Das macht es ja noch attraktiver. Und auch, keine Ahnung, als Sexworker, du wirst eingeladen auf eine Party, wo solche Leute sind, okay, du hast gut Geld gemacht und so weiter. Ich möchte es nur sagen, nicht jeder, der auf dieser Liste steht, ist in diese kriminellen Aktivitäten involviert. Das muss man wirklich von Fall zu Fall schauen. Das ist was, was wirklich dann auch die Vermutung, Unschuldsvermutung beim Einzelnen gilt. Du kannst nicht jeden dort mit reinziehen. Im Gegenteil, das ist, die werden sozusagen eingespannt in dieses manipulative Verhältnis. Wenn dort LeBron James hingeht, dann kannst du vielleicht auch hingehen und so weiter. Vielleicht ist es auch so, dass man Schritt für Schritt versucht, auch so super Promis in diese Kreise reinzuziehen. Zunächst lädst du mal auf eine Party ein und dann guckst du halt mal, wie weit geht der. Ich kenne diese Leute natürlich nicht persönlich, aber beim LeBron, der so ein starker Athlet ist, ich glaube nicht, dass der allzu viel Drogenaffinität hat. Dafür ist er einfach als Sportler zu groß. Aber einfach mal testen so. Man versucht die Leute dann so Stück für Stück zu kompromittieren. Und wenn dann einer sich einlässt auf diese richtig düsteren Sachen, ja, dann bist du einmal in einem Netz gefangen, kommst du fast nicht mehr raus. Weil dann wird es dokumentiert, es wird dir immer vorgehalten, es ist erpresserisches Material, kompromittierendes Material. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist genauso auch bei dieser Story mit dem Epstein so. Wir müssen so vorsichtig sein. Du kannst nicht jeden, der irgendwie mit dem assoziiert ist, sagen, okay, das ist ein Beweis dafür, dass der in solche Dinge involviert war. Wir reden hier von schweren Verbrechen. Die musst du jedem Einzelnen nachweisen, musst du beweisen. Und ich schätze mal, gerade in diesem Fall P. Diddy, ist halt die Beweislage mittlerweile sehr, sehr gut. Und wie dieser Staatsanwaltschaft vorhin gesagt hat, we are not ready, we are not finished. Das Ding läuft jetzt und wir werden dem allen nachgehen und mal gucken, was da noch alles ans Licht kommt. Aber das möchte ich nur anmerken, weil diese Listen, die kursieren im Internet und da werden ja auch schon ganz viele Häme dann so gesetzt. So, boah, der war auf der Party dabei und der. Übrigens auch, ich weiß gar nicht, wo er auf der Liste ist hier. Ach, da stehen so viele große Namen drin, das ist schon krass. Ja. Pharrell Williams, Lil Wayne. Irgendwo auf der Liste war auch, es stand glaube ich sogar in der Anklageschrift, ist der Name sogar gefallen, auch ein Prince Harry. Also beim englischen Königshaus wieder drin. Da wird man dann schon ganz nervös, weil die sind in dieser Epstein-Geschichte auch dabei mit diesem Prince Andrew. Prince Harry ist nicht Prince Andrew. Und auch da gilt wirklich, und ich habe wie Misstrauen gegenüber diesen Royals. Und trotzdem musst du vorsichtig sein. Du kannst es nicht einfach sagen, ja, der Prince Harry hier, guck, der war auf den Partys von P. Diddy. Der ist ein Frauenschänder oder sowas. Ja. So einfach ist es nicht. Ja. Aber wenn du auf so einer Liste stehst, ist natürlich trotzdem ziemlich unangenehm. Ja. Also, eins noch vielleicht, was ich noch ansprechen wollte, ist, wie kommen solche Leute überhaupt in diese Macht im Showbusiness? Und das hat auch viel zu tun mit Starkult. Und das ist etwas, wo wiederum alle anderen Menschen auch was damit zu tun haben. Wieso werden manche zu solchen Superstars? Ja, wieso neigt unsere moderne Gesellschaft dazu, manche Leute zu diesen extremen Machtstatus auch zuzugestehen? Am Ende, ja, hey, du bist ein toller Künstler, du bist ein toller Musiker, du bist ein toller Sportler, ein Athlet. Aber warum werden die so überhöht? Ja, das hat auch viel zu tun mit unserer modernen Zeit. Denn heute haben wir halt dank der Technik, kannst du halt die größten Künstler der Welt, kannst du dir zu Hause ins Wohnzimmer hören oder auf dein Handy. Musiker zum Beispiel. Das war früher anders. Früher, da waren die Spitzenkünstler, die besten Musiker, die es so gab, die besten Stimmen oder so, die waren dann halt bei den Reichen und Mächtigen, zu Hofe oder sowas, als Hofmusiker. Ja. Und als einfacher Mensch hast du sowas nie gehört. Es gab aber auch lokale Stars, auch in jedem Dorf, wo du warst, gab es vielleicht ein paar Musiker, wo du wusstest, ey, Spielleute, wenn die zu gewissen Feiern aufspielen, dann geht's rund, dann ist Stimmung und so weiter. Und die waren sozusagen auch Stars. Aber das gab dann sozusagen in jedem Dorf gab es eben eigene Musiker oder Spielleute, die ja noch rumgezogen sind. Es gab halt viel mehr. Aber heute, dank der Technik, reduziert sich das auf so ein paar. Ein paar Leute, die werden in aller Welt gehört. Ein paar Schauspieler, die werden in aller Welt gesehen. Ein paar Sportler, die werden in aller Welt angeschaut. Ja. Das war halt früher nicht so. Und mir scheint, dass es so ist, dass wir da psychologisch auch noch nicht ganz mitgekommen sind mit dieser Entwicklung. Und ich kann das natürlich verstehen, weil ich gehöre auch zu denen, ich möchte die Besten hören.
Und es gibt so großartige Musiker, die wirklich halt Weltklasse sind. Ne? Und auch im Sport ist es ja offensichtlich so, es macht mehr Spaß, die Besten zu sehen. Solche Freaks of Nature, wie ein Lionel Messi oder sowas. Ja, das ist natürlich entertainend. Ne? Aber die Kehrseite davon ist, dass diese Leute dann so hochgehoben werden, dass es für die dann schwierig ist, die Bodenhaftung zu halten. Insbesondere, wenn es Menschen sind ohne allzu viel Lebenserfahrung und die jung sind. Und da gibt es viele Künstler auch, die auch dieses Thema ansprechen. Ja. Zum Beispiel von Supertramp, Band aus den 70ern. Da gibt es so einen Song, Take the Long Way Home. Und dort singt er zum Beispiel so, when you're up on the stage, it's so unbelievable how they adore you. Ja, wie die Masse dich anbetet. Adore, also wirklich hochhebt. Das ist fast wie so ein, du bist wie so ein griechischer Gott. Ja. Und dann, wenn das Konzert aber vorbei ist, ey, dann bist du wieder ein einfacher, normaler Mensch. Und dann gehst du nach Hause und hast vielleicht Trouble mit deiner Frau und die behandelt dich wie ein Möbelstück oder so. Und wirft dir vor, warum hast du dir den Müll nicht weggetragen, bevor du gegangen bist. Das ist für viele von diesen Leuten schwierig, insbesondere wenn sie sehr jung sind. Aber auch da, ist, wie gesagt, ist keine Entschuldigung. Es geht nicht darum zu sagen, ja, die können ja nichts dafür. Das ist grundsätzlich, wenn wir Freiheit haben wollen als Mensch, da musst du auch Verantwortung übernehmen. Und die Sühne dient dazu, dich da wieder hinzubringen auf diesen Weg. Und selbst wenn du dein Leben lang im Gefängnis bleibst, kannst du trotzdem auch im Gefängnis diesen Moment der, die Griechen nannten es Katharsis, einen Moment der Reinigung, so der Heilung, ja, den kannst du haben. Und dem muss man den Menschen auch zugestehen. So hat es schon Dostojewski geschrieben, bei Schuld und Sühne. So. Du kannst verstehen, du kannst Motive verstehen von dem Täter, du kannst verstehen die Probleme, in denen da allen drin ist. Aber hey, weil wir eben Menschen oder unsereins, weil ich eben ein Humanist bin, weil ich den Menschen liebe und den Menschen die Verantwortung zugestehe, dann muss auch die Strafe kommen. Weil das ist Teil der Verantwortung. Ja. Das ist, um was es hier geht. Ja, man könnte sich jetzt natürlich noch mehr echauffieren, aber ich habe das an so vieler Stelle schon getan, schon gezeigt, auch diese ganze Gangster-Denkweise, diese Gangster-Werte. Das sind keine Werte, Thug Life, also diese ganze Frauenfeindlichkeit, die da so offen zur Schau getragen wird. Ich habe das schon so oft kritisiert und kann nur sagen, da kommt am Ende nichts Gutes bei raus. Und das ist wieder ein weiteres Beispiel dafür. Aber genau, das wollte ich noch erwähnen. Aber nicht, dass es jetzt irgendwie falsch verstanden wird, wir haten jetzt hier die Hip-Hopper oder sowas. Ja, ich meine, ich habe auch keine CDs da, wie ich es bei anderen popkulturellen Themen mache oder irgendwas, weil ich halt mit dem Hip-Hop nichts anfangen kann. Aber das hat keineswegs nur jetzt mit der Hip-Hop-Kultur zu tun oder nur mit den Schwarzen. Ja, wir erinnern uns nochmal an Laurel Canyon, da ist es die Hippie-Szene, das sind überwiegend Weiße. Wir haben den Fall Epstein angesprochen. Ja. Man könnte auch ja, hier den BBC-Skandal, was heißt Skandal, viel zu geringes Wort, die ganze furchtbare Geschichte rund um Jimmy Savile, diesen psychopathischen BBC-DJ, der über Jahrzehnte in schwerste Verbrechen verwickelt war, wo die Zahlen in die Tausende gehen. Und da reden wir wirklich von noch schwereren Verbrechen. Da reden wir von Mord, von wo wirklich Menschen getötet wurden. Das ist auch so, bei dieser ganzen P. Diddy-Geschichte, das Level ist da noch gar nicht erreicht. Manche mögen jetzt vielleicht sagen, ja, das erzählen sie uns nicht. Vielleicht gibt es auch noch irgendwo so eine düstere Abteilung, wo dann Menschenopfer gemacht werden oder sonst was. Aber hey, weißt du, das ist dann schon wieder Glaubenssache. Du kannst es glauben oder nicht. Was wir an Beweisen haben, was wir sehen, ist für mich schon unerträglich schockierend. Aber da geht es noch nicht darum, ja, da geht es auch schon um Gewalt, aber das ist jetzt nicht so, dass da dass es vergleichbar wäre mit einem Jimmy Savile. Das will ich damit sagen. Diese Jimmy Savile-Story ist noch viel krasser so in der Düsterheit. Da. Das ist England. Das ist dann England der 60er, 70er. All Gentlemen und so. Also das hat nichts zu tun mit, dass das irgendein ein Dissen wäre auf die schwarze Subkultur, sondern wir sehen das ganz oft, wenn du so Machtstrukturen hast, wo Menschen in Machtpositionen kommen, so streng hierarchische Strukturen, dann können solche Milieus gedeihen. Müssen nicht. Es gibt auch ganz viele Musiker, die das nicht gemacht haben. Es gibt auch ganz viele Menschen, die eine harte Kindheit hatten, die in Harlem aufgewachsen sind und die das nicht gemacht haben. Das gibt es eben auch. Ja, du kannst auch einen anderen Weg gehen. Und das ist eben die Freiheit, die der Mensch hat. Du kannst dich entscheiden. Ne? Und egal, wie du dich entscheidest, ey, du musst die Konsequenzen tragen. Du musst die Verantwortung übernehmen. Es gibt keinen anderen Weg in die Freiheit. Wir reden oft so von Souveränität oder Leute regen sich auf, über, dass der Staat uns bevormundet. Ich rede mich auch drüber auf. Es geht aber nur, wenn wir selbst an unserer Verantwortung arbeiten. Du musst die Verantwortung übernehmen, dann kannst du frei sein. Und das sind so Themen,
wo man sich fragt, dass da so offensichtlich so viele Menschen Probleme damit haben. Wie können wir das verbessern? Wie können wir da zur Heilung kommen? Ne? Ich bin nicht der Richter, aber offensichtlich sind solche Milieus wie P. Diddy, diese ganze Story, mir tut es einfach nur weh. Weil der Typ, der hätte eigentlich Potenzial gehabt, der hätte auch ein ganz anderer Mensch sein können. Diese ganzen jungen Künstler, die da involviert sind, deren Leben ruiniert ist, diese ganzen Mitarbeiter, all diese Leute, die sich da kompromittieren, Täter und Opfer, aus einer gewissen Distanz kann man das kaum noch unterscheiden. Weil die Täter waren vorher Opfer und werden wieder Täter und so geht es dann von einer Generation auf die andere. Das gilt zu schauen, wie wir das machen können. Aber im Kern, aus meiner Sicht, sind es eben Fragen von Verantwortung. Fragen von Verantwortung und Freiheit. Und viele Leute meinen, ja, wenn du ganz viel Geld hast, dann kannst du dir Freiheit erkaufen. Kannst du eben nicht, nur zu einem gewissen Grad. Du kannst natürlich vieles kaufen, aber hast du Verantwortung? Kannst du die übernehmen? Ein P. Diddy, der wird zur Verantwortung gestellt und er kann sie nicht übernehmen. Ne? Und wie dieser Anwalt gesagt hat, dieser Staatsanwalt, das war noch nicht alles. Und möglicherweise werden wir in den nächsten Jahren da noch mehr hören von dieser Behörde und von Ähnlichen. Und ich schätze, da werden einige Leute in Amerika in High Places, werden da vielleicht auch nervös werden, ne? Weil die Zeiten ändern sich. Und vielleicht kann man das auch so als so ein Symptom dafür sehen. Um so ein bisschen so einen positiven Ausblick zu nehmen. Letztens, die Sühne gehört zur Heilung. Das heißt, dass dieser ganze Skandal hochkommt und wir uns diesen Kram anschauen, ist schon ein Stück weit Teil der Heilung. Ja. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch hier diese Sendung jetzt beenden. Und danke euch fürs Einschalten. Ein schweres Thema, ein hartes Thema, schockierendes Thema, aber auch das, wir schauen den Dark Stuff an, um zu verstehen. Weil durch die Anamnese, so spricht der Heiler, durch die Anamnese kann man dann vielleicht verstehen, was die Therapie bringen soll. Deswegen schauen wir uns solche Dinge an und nicht, weil wir uns irgendwie voyeuristisch irgendwie dran ergeilen an irgendwelchen düsteren Szenarios. Ich schaue die an, um zu verstehen. So, das ist das Entscheidende. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt uns gewogen, unterstützt den Kanal. Bis nächstes Mal. Ciao.